Hallo, ihr Lieben. Heute gibt es einen Teddy Haul. Und ich war ja in den letzten Tagen bzw. auch letzten Monat war ich auch ein paar Mal im Teddy gewesen und was ich da so gefunden habe, das zeige ich euch nun. Also, ich habe so Bastelklammern gefunden. Die haben 2 Euro gekostet, das sind 18 Stück drin und die sind so richtig kawaii, finde ich, weil das sind einmal diese bunten Farben und dann kann man diese Sachen auch aufkleben und schaut einmal dieses Einhorn da drauf und hier ist auch ein Faultier und Katzen sind da auch drauf. Und auch so eine Ananas. Schaut euch einmal die Ananas an. So richtig so in Waffelstyle. Und ein Waschbär ist auch da drin. Und also ich finde das richtig süß. Und deswegen musst du das einfach mal mit. Ja, das habe ich einmal. Dann habe ich auch so Pompons zum Auffädeln gefunden. Da sind 48 Stück drin für 1,50 €. Also so kleine Pompons, dann auch etwas größere und so mittelgroße. Einmal in so einem dunkleren Pink, dann in rosa und dann in weiß. Und ich meine, die hatten da auch andere Farben. Und ich habe noch nie Pompons aufgefädelt und hier haben die ja schon so Löcher drin. Und wollte das einfach mal ausprobieren. Wer weiß, wozu man das mal gebrauchen könnte. Also muss das einmal mit. Dann habe ich mir auch einfach mal so Blümchen wieder mitgenommen. Einmal in so einem Blau und einmal im Dunkelblau für jeweils 1 €. Dann habe ich einmal diese Herzen für 1 €. Da sind 10 Stück drin. Hinten sehen sie so aus. Und die kann man dann auch gut irgendwo aufkleben. Ich finde die so ganz süß. Die mussten dann einmal mit. Dann habe ich in der Reduzierung auch ein paar Sachen gefunden. Einmal so welche Holzklammern für 50 Cent. Und Ostern kommt ja immer jedes Jahr wieder. Und diese hier habe ich mir damals auch im Original gekauft für 1,50 € und jetzt haben die 50 Cent gekostet. Also habe ich 1 € gespart. Dann habe ich einmal ja so andere Oster. Wäscheklammern gefunden für 50 Cent, sonst 1,50 €. Die fand ich so auch ganz schön. Die hatten richtig viele, aber ich meine, man braucht ja auch nicht immer so viele. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich mich einfach nur für diese 2 entschieden. Dann habe ich in der Reduzierung einmal so ein Filzbastelset gefunden. Das hat 1 € gekostet. Fand ich so ganz süß. Und sonst hat es 3 € gekostet. Das habe ich dann einmal mitgenommen. Und ich habe 2 Bastelsets auch aus Filz gefunden. Happy Halloween. Das ist einmal so ein Kürbis mit so einer Mütze. Das hat nur 1 € gekostet. Und ich finde das eine super tolle Idee für Halloween, für eine Tauschpost oder für eine Verlosung. Oder für ein Goodie oder für einen selber. Fand ich so richtig cool. Da habe ich gleich 2 von mitgenommen. Hat nur 1 € gekostet, sonst hat es 3 gekostet. Das musste dann einmal mit. Also ich war insgesamt war ich in 3 verschiedenen Teddys gewesen. Und in jedem Teddy hatten die irgendwie immer was anderes reduziert oder andere neue Sachen. Hier habe ich das zweite Set einmal. Und bei einem Teddy-Besuch nehme ich jetzt auch immer Heißklebesticks mit für die, da sind 24 Stück drin für 2 €, weil ich finde, die gehen ziemlich schnell leer, weil ich auch viel mit meiner kleinen Heißklebepistole auch klebe. Deswegen habe ich die hier mal mitgenommen. Hier habe ich dann noch einmal so welche Bastelblümchen, Stoffblumen für 1 € mitgenommen. Dann habe ich einmal so welche mitgenommen. Die wollte ich für ein Umbrella mitnehmen, weil ich denke auch immer schon wieder so ans Basteln für Halloween. Weil ich habe ja, ich weiß nicht, Anfang des Jahres, beziehungsweise letztes Jahr, Richtung nach Oktober, meine ich, war das gewesen. Oder November, ich glaube November war das. Da habe ich richtig viele Halloween-Schnäppchen gemacht.
Und da wollte ich auch irgendwann im Sommer, wahrscheinlich auch schon im August, anfangen, Halloween-Sachen zu basteln. Und da fand ich diese hier richtig toll. Also das sind ja 8 Stück drin, sehe ich gerade. 8 Stück, ich dachte, da wären nur 4 drin. Aber richtig cool. Da kann man ja dann was Schönes draus machen, weil die so orange sind. Für 1 Euro. Und dann habe ich mir die gleichen hier nochmal anders farblich mitgenommen. Auch für 1 Euro. So mit rosa und gelb. Die würde ich gerne für ein Umbrella nehmen. Ja, und jetzt zeige ich euch mal richtig coole Sachen, die ich gefunden habe, die neu sind. Schaut euch mal diese Sticker an. Das sind 123 Stück drin für 1 Euro. Und das sind so, ja, fast schon so, würde ich sagen, wie Cabochons. Guckt euch mal diese süßen Delfine an. Und das ist ja so ein Lila. Und die hat, das war wirklich so richtig versteckt. Und ich habe leider keine anderen mehr gefunden, also in anderen Farben. Also die hätten das nur in Lila gehabt. Und schaut euch mal diesen hier an. Den finde ich auch richtig schön. Und diese Perlen und diese Blüten hier. Und auch besonders diese kleinen Delfine. Also sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Da habe ich mir gleich 2 Stück von mitgenommen für 1 Euro. Und dann habe ich einmal diesen Sticker hier mit Meerjungfrau, 1 Euro. Und schaut euch einmal diese Struktur an. Also die hatten von dieser Struktur auch mehrere verschiedene Sticker. Einmal so Richtung Süßigkeiten hatten sie und Eis. Aber das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich habe mich dann einfach für diesen hier entschieden. Weil so 1 Euro Produkte, die läppern sich ja dann auch nach oben hin. Und dann habe ich noch, ja, so einen Stickerbogen gefunden. Also mit diesen Einhörnern fand ich auch sehr süß. Musste dann einfach mit für 1,50 €. Und dann habe ich noch was richtig Cooles gefunden. Das ist so kawaii. Das kostet jeweils 2 Euro. Habe ich gleich doppelt mitgenommen. Aber ich fand das einfach so toll. Das sind so Designerblöcke. Da sind 100 Blätter drin. Und jedes Motiv ist 5-mal vorhanden. Also das ist die Größe von A6. Und schaut euch auf den ersten Blick sehr süß. So richtig kawaii. Und ich zeige euch das einfach mal. Einmal mit diesem Einhorn. Ich glaube, das ist eine Einhornkuh, die sogar fliegen kann. Dann dieses Design. Dann hier mit so einem Häschen und so Sternen. Dann dieses hier. Dann einfach so eine Wimpelkette mit so einem Sternhintergrund. Dann hat man einmal dieses hier. Dann das. Dann einmal so einen Mond. Dieses Tierchen. Ich glaube, das müsste ein Fuchs sein, ein Fuchsmädchen. Dann das hier. Dann diese Struktur. Das ist auch richtig süß. Dann einmal mit diesen Wolken. Ich wollte noch mal gucken, ich da nicht eins vergessen habe. Hier ist dieses Häschen, das ist auch super süß. Hier hat man dann auch noch mal so welche Wolken. Dann einmal das. Also diese Blöcke, die habe ich auch nur in einem Teddy gefunden und ich war in 3 verschiedenen drin. Also richtig süß. Also in jedem Block ist jedes Motiv also 5-mal drin. Und ich finde das super süß. Ich habe mir gleich 2 mitgenommen. Also die haben schon richtig schöne Blöcke, aber die sind auch viel teurer, als wenn man jetzt
beim Action sich Blöcke kauft. Aber ich habe mir gedacht, ja, 4 € sind mir auf jeden Fall wert für diese schönen Motive. Ja, die habe ich mir dann einmal mitgenommen. Die habe ich mir dann einmal gegönnt. Und ich habe für meine Nichte, habe ich ein Schulkindbuch zum Reinschreiben gekauft. Das heißt mein erstes Schuljahr. Und das kann meine Nichte, kann das mit meiner Schwester eintragen oder mit meinem Schwager zusammen. Und da kann man so Erinnerungen reinschreiben über das erste Schuljahr, über den ersten Schultag. Das ist so eine Art Steckbrief. Also zum Beispiel, da kann man nicht ihr Foto reinkleben und hier den Namen schreiben. Und hier steht, meine Freunde nennen mich auch. Zu meiner Familie gehören. Das will ich immer werden. Das spiele ich gerne. Das kann ich besonders gut. Das sind meine Lieblingsfarben. Hurra, es ist endlich soweit. Heute Abend, Punkt, 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 werde ich eingeschult. Um Punkt, 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 Uhr stehe ich auf und ziehe etwas Cooles an. Nämlich, Punkt, 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 zum Frühstück gibt es Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin sehr aufgeregt. Nicht so aufgeregt, dann kann man das anmalen. So sieht mein Schulranzen aus. Und das ist alles da drin. Also man schreibt da schon einige Sachen. Hier geht es um die Schultüte, den Schulweg, über die Klasse, über die erste Schulstunde, die erste Hausaufgabe, über die Familienfeier. Also so haben wir zu Hause meine Einschulung gefeiert. Es gab es zu essen, meine Gäste waren und das habe ich geschenkt bekommen. Ja, oder am besten hat mir heute gefallen, das ist ein Foto von der Feier. Also ich finde das super schön und das hat nur 3 € gekostet. Ich muss das unbedingt mitnehmen. Hier kann man den Stundenplan aufschreiben. Pausenzeit, Schulfächer, die Lehrer kann man da eintragen. Und dann kann man auch so ein bisschen die einzelnen Fächer so bewerten. Also hier im Matheunterricht. Das haben wir in der ersten Mathematikstunde gelernt. Besonders viel Spaß macht mir im Matheunterricht meine Lieblingszahl ist. Meinen Namen kann ich schon lange schreiben. Das gefällt mir im Deutschunterricht. Hier sind dann auch so Sachen wie der letzte Schultag. Also nach einem Jahr. Was haben wir denn da noch? Hier sind dann Platz für besondere Erinnerungen. Hier zum ersten Schulausflug. Karneval, Geburtstag, Weihnachten, also Adventszeit, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Das haben wir während der Adventszeit gebastelt. Das hat uns der Nikolaus in die Schule gebracht. Das habe ich alles in den Weihnachtsferien erlebt. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Idee und auch so eine schöne Erinnerung für meine Nichte. Mal gucken. Ja, deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen. Und jetzt habe ich auch noch ein paar größere Sachen, die ich euch jetzt am Schluss zeigen werde. Ich habe mir einmal einen Keilrahmen gekauft und das Coole ist, diesen Keilrahmen kann man nicht ausmalen und ich liebe sowas. Ich habe nämlich schon 2 weitere Keilrahmen schon mal angemalt aus dem Action und immer wenn ich im Action bin, gucke ich danach auch immer, ob die neue Motive haben, aber derzeit nicht. Und die einige Motive, die sie noch hatten, die haben mir nicht so zugesagt und daher war ich umso froher drum, dass sie sowas im Teddy hatten. Das hat 2 € gekostet. Und hier sieht man einmal so eine Meerjungfrau. Und da freue ich mich schon, das anzumalen zu können. Das habe ich mitgenommen. Dann habe ich ja für 1 €. Das ist von Disney. Das ist so ein Bilderrahmen. Mit Cinderella habe ich mir das einmal so mitgenommen. Das ist auch ganz einfach gemacht. Das ist einfach so ein Papier und das ist auch so ganz leicht. Das ist so aus Kunststoff. Ich fand das so ganz süß. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ob ich das irgendwie zum Basteln integriere oder so. Dann schaue ich einfach mal. Ja,
Dann habe ich noch ein großes Wunsch-Puzzleherz gekauft. Das hat 8 Euro gekostet. Das zeige ich euch einfach mal. So sieht es einmal aus. Es ist richtig riesig. Also das kann man damit machen. Also das kann man beschriften. So sieht es einmal aus. Und wenn man Hochzeitsgäste zum Beispiel hat, dann können die da auch so raufschreiben. Oder man kann hier diesen Rand erstmal gestalten. Oder auch für einen Geburtstag kann man das nehmen, für einen Jahrestag, für Hochzeiten. Und ich fand das so cool. Ich musste es einfach mitnehmen. Und ich habe noch 2 Hochzeitsprodukte. Ich habe hier einmal Mr. und Mrs. zum Hinstellen. Das fand ich auch so ganz schön. Das hat 5 Euro gekostet für eine Hochzeitsdekoration. Und ich habe einmal so eine Wimpelkette, die ist 6 Meter lang. Die hat 3 Euro gekostet. Da steht auch Mr. und Mrs. drauf. Die habe ich dann einmal so mitgenommen. Ja, an dieser Stelle kann ich euch nämlich erzählen, dass mein Freund und ich nächstes Jahr im Jahr 2020 zweimal heiraten werden. Also wir werden am 20.02.2020 einmal standesamtlich heiraten und dann im Mai kirchlich heiraten. Und deswegen habe ich immer so die ein oder anderen Sachen, die mit Hochzeit zu tun können, in meinen Halls drin. Ja, und mein Freund und ich, wir sind jetzt auch in den Hochzeitsvorbereitungen. Wir sind gerade dabei, eine Location zu finden. Also wir haben das Erste, was wir schon gemacht haben, wir haben schon ja, das mit dem Standesamt schon geklärt und mit der Kirche. Und jetzt müssen wir einfach noch eine Location noch finden. Da sind wir auch noch ganz gut und in Vorbereitung, also das wird dann schon ein bisschen so auch spannend, auch mit den Dekorieren und den ganzen Einladungen auch zu machen. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Also ich freue mich auch schon drauf. Und das wollte ich auch an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Also nicht, dass ihr wundert, dass ich jetzt irgendwie immer so auch Hochzeitssachen in meinen Videos drin habe. Und ja, das war es erstmal so von mir. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Und ich sag einmal bis zum nächsten Video. Also das nächste Video wird dann ein Tutorial sein. Das werde ich dann wahrscheinlich in meinem Urlaub dann hochdrehen. Entweder in meinem Urlaub drehen oder nächste Woche, wenn ich noch arbeite. Ich muss mal schauen, wie ich das zeitlich schaffe. Und dann geht es bald schon los in den Urlaub. Und ich versuche mal, ob ich da vielleicht was filmen kann. Muss ich mal schauen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Sommerzeit. Lasst es euch gut gehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!